So, hallihallo, hallöchen. So, da sind wir jetzt bei Umsi. Zwar nicht im Bus, aber in einer Straßenbahn. Ja, ich hatte Umsi schon mal mit der Straßenbahn gestreamt. Ich habe es aber nicht zum Laufen gekriegt. Also versuchen wir es einfach nochmal. Hier in der NF6D. Sieht ja schon mal ganz schön aus hier, oder? Da ist schon mal einer drin. Aber ich glaube, der sitzt in der falschen Ecke. Da hinten ist auch noch einer. Ich glaube, die meisten kennen das Ding. So sieht das gute Stück aus. Ja. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht. Ich weiß, dass zwei KI-Straßenbahnen. Oh, doch keine KI-Straßenbahn unterwegs. Sehr schön. Also stört sie mich nicht. Ja. Ich werde jetzt das Ding erstmal versuchen zum Laufen zu kriegen. Und ich glaube, ich stehe hier auch komplett. Ich müsste, glaube ich, in den anderen Wagen. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal gucken, wie ich in das Ding da reinkomme. So, ich glaube, das ist schon die richtige Richtung. Ja, Mensch, das ging ja schon mal. Gut. Das da unten mache ich erstmal weg. So, wie kriegen wir das gute Stück hier zum Laufen? Türschleife, Raumfahrt. Raumfahrt. So, Überbrückung, Fahrsperre. Okay. Okay. Oh, Lüfter. Sorry, also Leute, ich sitze das erste Mal in diesem Ding drin, ja. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ja. Das hätte ich jetzt gesagt. Hm? Auch nicht. Das sind die, keine Ahnung, Notbremsen. Also wenn ihr mehr wisst, also das ist jetzt hier mehr Unterhaltung als Fahren, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, weil ich weiß gar nicht, wie ich das Ding hier, ja, what the fuck, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch hier eigentlich Hebel nach oben. Schlüssel? Ja, hab ich nicht. Ich erst in den anderen wechseln. Wie bin ich jetzt in den anderen reingekommen?
Klingel, Klingel, alles einsteigen, ja. Ihr seid ja toll. Muss irgendwie, also ich bin ja hier, irgendwie bin ich da reingekommen. So, und irgendwie muss ich hier reinkommen in das Ding. Weil wenn ich den Strom ab dem Jahr nach oben machen will, denke ich mal, ist ja das Ding hier. Da passiert auch nichts. Ah, Leute. Was ist denn das für eine, was sind das hier für Mist? Bin ich wieder hier vorne? Ach nee. Hauptschalter, ja, den. Ich hätte ja gesagt, das ist das hier, aber ich habe hier keine Schaltfläche. Dieses Licht, das ist Scheinwischer. Funktioniert nicht mal. Batterie kann ich nicht machen. So ein Ding bin ich gefahren. Ja, denn na los, komm, hau mal rein hier. Gestört. Straßenbahn fahren kann ich gar nicht. Nee. Moin, moin, grüßt euch. Moin, moin, ich bin neu. Ja, LS17 Zocker, kein Problem. Ich bin hier auch gerade in der Straßenbahn neu, also daher. Fuck, ey. Und ich weiß nicht, wie ich das Ding zum Laufen kriege. Ja, vielen Dank für dein Abo. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, so. Irgendwie muss ich in diesen, in dieses doofe, in diesen, in genau da hinten, ich muss da in diese Tür rein. Jetzt muss ich gucken, wie ich da wieder reinkomme. Oder ja, sorry. Irgendwie muss ich doch hier reinkommen. Ich weiß nicht. Das geht schon mal. Ich weiß nicht, wie ich hier. Komisch, ich habe immer so eine komische Nachlader, wenn ich genau die eine Ecke nehme hier. Scheibenwischer. Der Nullschalter, okay. So, bei Omsi passiert ja gar nichts. Ja, sorry, Leute. Ich würd hier gerne mit euch Straßenbahn fahren, aber ich gebe nicht auf. Irgendwie. Das kann doch nicht so schwer sein, das Ding hier.
So schwer ist es. Das ist nur eine Straßenbahn, das ist kein Hexenwerk. Also wenn jemand von euch eine Idee hat, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir sagt, wie und wo und was und warum. Ja, da bin ich aber gerade gar nicht. Moin, kleines Kätzchen, grüß dich. Ah. Also ich habe schon, also ja, habe ich ja schon versucht. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Sieht genauso aus. Aber kann ich hier mehr machen? Ah, ah, aha, okay. Also der Stromabnehmer. Ah, ich war auf der Rückseite. Cool. Ja, also ich glaube, Strom haben wir schon mal. Also ich gehe mal davon aus. Oder? Nö. Gut, Strom haben wir noch nicht. Aber das heißt, oben, unten, das ist dann der Hauptschalter. Oh, ich hasse diese Nachlader, ich hasse sie. Hey, na, mein Freund? Alles cool? Ich glaube, ich muss gleich rückwärts fahren. Ja, jein, jein, jein. Multiplayer ist, ich bezeichne es nicht als Multiplayer, es ist eher eine Multiplayer-Verarsche. Das Einzige, was du im Multiplayer siehst, sind deine Charaktere, das war's. So, gut. Der will jetzt hier irgendwie. Wow. Okay. Ich weiß, du willst hier lang. Aber wie kann ich mit dem Ding rückwärts fahren? Gefahrenbremsung, Bremsung, Fahrt. Ja. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal. Kann man jetzt fahren? Muss ich nur noch die Handbremse finden, ne? Ja, die Charaktere, also quasi so das Männchen an sich. Busse, wenn du, es gibt diesen Busbetriebssimulator und ja, das war's dann aber auch schon. Aber Busse so direkt auf dem, ja, quasi, dass man, dass du, dass ich deinen Bus sehe und du siehst meinen Bus auf der freien Strecke hier irgendwo, das geht nicht. Kann man hier Geld verdienen wie im, in ETS? Nee. Das geht nicht.
Also man kann schon irgendwo Geld machen, ja. So geht das jetzt. Das ist Sand. Habe ich sie jetzt gelöst? Jo, LS 17 Zocker. Aber wir können gerne mal zusammen LS 19 zocken, wenn es rauskommt. Warum kann ich nicht fahren? Irgendwo hat er doch hier noch Probleme. Ne? Auch nicht. Ja, so ein bisschen Zeitreise, ne? Das ist ja katastrophal hier. Scheibenwischerspiegel haben wir schon mal gefunden. Das macht mich fertig, du. Das macht mich fertig. Ohne Interaktion, das Ding hier. Achso, damit mache ich hier wieder alles aus. Okay. Ja, doch, aber jetzt nicht, wo ich auf die Schnelle sagen kann, hey, das ist es. Leute, das ist nicht leicht hier, ne? Das Licht, Störung im Zug. Really? Ich hatte die. Echt. Gut. Jetzt muss ich nur nach hinten. Und die ganze Karre rückwärts fahren, weil er hier vorne ja ist. Auf ein neues.
Wie Sie sehen. Hey, es passiert was. Ich glaube es sogar. Ich glaube es sogar. Da funktioniert mal was. Achso, ich muss hier bremsen. Also wenn euch das zu laut ist, sagt bitte Bescheid. Ich mach's dann gerne noch ein Stückchen leiser. So. Jetzt fahre ich aber immer noch rückwärts. Jetzt muss ich gucken. Ja, danke schön. Ich glaube, das, also es war mehr Lack als alles andere. Wie gesagt, wenn es euch zu laut ist, sagt bitte Bescheid, dann mache ich es leiser. Moin Nick, grüß dich. Das war eine Geburt. Jetzt muss ich aber irgendwie den Kahn von der Seite auf die andere Seite kriegen. Also ich hoffe, dass hier irgendwo Weichen kommen oder ein Betriebshof. Normalerweise bin ich eigentlich auf dem Betriebshof, habe ich da eigentlich Muskulasch. Eigentlich bin ich auf dem Betriebshof gestartet. So wollte ich das eigentlich. Bin ich aber auf der Rennstrecke, aber ja. Ah, ist das nicht geil? Aber ich muss sie noch ein bisschen den Feinschliff geben. Vielleicht geht nur eine Runde flüssiger. Wenn ich jetzt noch wüsste, was diese. Ich hasse diese Nachlader. Ja, ich hätte aber auch gerne diese. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, da gab es diese schöne Tatra, aber ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Und ein Kauf-DLC ist es nicht, soweit ich weiß. Wenn einer von euch weiß, wo ich diese Tatra herkriege, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir das verratet. Vorhin geguckt, dass keine KIs unterwegs sind. So kommen wir jetzt im Kroll. Ah, da kommt er. Jetzt muss ich gucken, wie kann ich jetzt hier diese doofe Weiche eigentlich bedienen? Weißt das zufälligerweise einer, wie man hier Weichen schalten kann? Oh, sieht wohl so aus, als wenn ich jetzt könnte. Schaltet die automatisch. Wir werden es gleich rausfinden. Ey, ist ja geil. Einfach nur warten.
ist selbst mir persönlich ein bisschen zu laut. Geräusche. Ich habe es schon runtergedreht. Aber ich glaube, das wäre eine Runde. Ich glaube, da kommt denn gar nichts. Oder? Ah doch, schon angenehmer. Gibt es da keine Schatten oder hast du die Grafik so niedrig? Ne, ich habe die Schatten ausgestellt. Also um sie selbst meine 69 GTX, wenn ich um sie volle Pulle aufdrehe, dann ist das ja ist schon echt hart. Wie gesagt, das ist eine Einstellungssache. Ich hatte jetzt keine Zeit so richtig, um sie ein bisschen zu tunen, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich einfach mal ein bisschen den Regler runtergedreht, weil wer kennt es nicht, OMSI einmal Standard installiert und leck. Da kannst du einen NSI-Rechner, also einen CSI-Rechner haben oder so, da mache ich dafür gar nicht lang fahren, ja. Oder whatever, was für einen Rechner du da auch hast. Halt das doof an OMSI. Performance. Ja, wo geht's jetzt hier lang? Ja, Freundchen, auf dein Gleis möchte ich auch gerne. Ja, das sowieso. Aber da kommt ja Lotus. Lotus werde ich mir auch holen, aber erst ein bisschen später. So, da ist Stopp. Dann fahren wir mal geradeaus. Hätte ja. So komme ich da jetzt eigentlich noch rüber? Ja, eigentlich schon. So. Ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, wie man hier die Weichen schaltet bei OMSI. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Weil theoretisch müsste ich, wenn sie jetzt schaltet, müsste ich eigentlich noch rüberkommen. Also ich habe mir OMSI auch jetzt erst gerade wieder installiert. Vor ein paar Minuten, ey. Alter, hast du dich jetzt festgebackt hier wirklich? Wirklich jetzt? Echt jetzt? Ich will mir noch den Blumen drüber zimmern. Dann sieht das ja noch mal ein bisschen geiler aus. Ja, ist halt eine Abstimmung zwischen den Parametern und ja, OMSI ist mir gerade abgeschmiert. Läuft, ne? Manchmal breche ich bei OMSI ins Essen.
weil es dann echt hart auf den Sack geht. Runde Bus fahren? Oder Straßenbahn? Haut's rein. Bus oder Straßenbahn? Bin da offen für alles. Dann stimmt zwar der Titel nicht mehr, aber es ist mir denn auch Banane. Haut was in den Chat. Ja, du, ich tapp kurz raus, dann ändere ich den Titel in Bus. Das kann ich sogar vom Tablet aus machen. Also kein Problem. Müsst ihr nur sagen. Wenn ihr Straßenbahn weiter sehen wollt, dann haue ich euch eine Straßenbahn rein. Macht mir genauso viel Spaß, wie mit dem Bus durch die Gegend zu gucken. Denn ohne Momentum. Ja, wie gesagt, also Gas und Bremse. ich bin nicht dazu gekommen, die ganzen DLCs zu laden. Ich habe auch noch Hamburg und den ganzen Kladderadatsch. Jo. Dann muss ich mich mal kurz übers Tablet einloggen. Wo wollt ihr anfangen? Falkensee Bahnhof oder? Später. Ich fange mal Falkensee an. Also ich versuche jetzt gerade mal den Titel zu ändern. Ja, das ist die Standard Hamburg, die Standard Berlin Map. Ach ja, dafür werde ich ja wieder Dislikes kassieren ohne Ende. Gelenkbus oder normalen Bus? Mit Putin. Ich kann mit beiden nicht umgehen. Also ihr habt hier die volle. Wie gesagt, das ist jetzt schon das DLC. Sind keine echten Marken, oder? Doch, das ist Mercedes. Das ist der Benz, der Stern der Sterne. Ich hätte auch noch MAN im Angebot und ein bisschen einen anderen Mercedes noch. Ach, der Tonic spielt ETS 2. Also ist jetzt hier von der dritten Generation Euro 6 Diesel und den ganzen Schnatter. Ich fahre mir am liebsten die älteren. Ich nehme mal den hier. Also ich habe 3 Sekunden Verzögerung. Ne? Also wenn jemand reinschreibt, kann ich immer noch drauf reagieren.
Welche Lackierung nehmen wir denn hier? Maggi. Geil. So, das passt, das passt. Das passt auch. Na komm. Ich habe doch auf OK gedrückt. Ach, geht doch. So, da ist er. Jetzt wird wahrscheinlich... Ja, lad mal schnell noch die Map. Jo. Also es ist jetzt kein geladenes DLC, es ist ein gekauftes DLC. YouTube wird sich jetzt total pesten, weil hier so viel Maggi-Werbung drauf ist. Aber hey, scheiß drauf. Ja, der Mercedes-Stern ist natürlich nicht drauf. Ja. Ich glaube, das liegt schon wieder an den Lizenzen. So, dann starten wir mal das Ding hier. Ey, wo sind meine Schlüssel? Ah, wie schnell das geht, ne? Da hat aber eine Probleme. Start, 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 Start. Habe ich was verpasst? Der ist auf N. Wenn ihr noch eine kleine Busführung haben wollt, mache ich sie auch gerne mit euch. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Licht ins Dunkel. Gut. So. Ach, der ist ja, glaube ich. Das geht doch. So, dann suchen wir uns mal eine Linie. Fahren wir denn hier überhaupt die 92? Haben wir die 92 oder Freudstraße, Stadtgrenze? Sag bloß, hier fährt jetzt gar nichts mehr. Dann kriege ich ja die E. Nö. 5E? Nö. 13N? Nö. Nervenklinik. Habe ich was verpasst? Ich habe das Gefühl, gar nicht mehr nach Falkensee. Oder nur von Montag bis Freitag. Kein Problem. Kein Problem. Wir können ja zaubern. Erst ab 90. Shit, erst ab 90 fahren die über Falkensee. Ja. Erst ab 90. So ein Scheiß. Ich zeige euch gleich warum. Freudstraße. Ja. Ich zeige euch gleich warum die erst ab 90 hier nach Falkensee fahren. Da ist nämlich noch was im Weg.
Ich hoffe, das war jetzt die Freudstraße und nicht die Gartenstraße. Gucken wir mal. Sind wir richtig hier? Ja, nun lade ich nicht kaputt hier. Ja, so. Ich hatte eigentlich Omsi gesagt, er soll. Oh, was ist denn hier los? Leute, das ist ein Spiel von weiß ich wann. Ich hatte eigentlich Omsi gesagt, hey Alter, ich will 60 FPS, haben nicht 30 abgeriegelt. Und jetzt seht ihr, warum ich vom Falkenberg aus noch nicht losfahren kann. Ne? Da ist noch eine Mauer. Die Maueröffnung war erst ein bisschen später. So. Gut. Dann spawne ich mich erstmal wieder zurück nach da drüben. Und dann fahre ich von da aus los. Ach ja. Ich werde aber morgen, denke ich mal, nochmal eine Runde um sie reinwerfen. Und dann wird das auch ein bisschen besser laufen, werde ich es noch ein bisschen tunen, ein paar Einstellungen machen, ein bisschen optimieren. Und dann lübt das auch, ne? Na? Habe ich jetzt echt meinen Bus, ist der jetzt weg? Nö. Mein Bus hat einfach gesagt, hey, leck mich doch mal. So, gut, dann fahren wir halt von hier aus. Ist ja nicht das Problem. Freudstraße 47, den nehmen wir doch mal. So. Hier nochmal. Jetzt will er wirklich eine Kursnummer haben. Wir fahren Stadtgrenze 081. Ich hoffe, das ist sie. 018. Nö. Ja. Toll.
War ja auch zu viel erwartet, dass das hier auch funktioniert, ne? Gruppekurs. Ah, was haben wir denn hier? Achso, Kurzstrecke Storno. Naja. Gibt ja noch mehr Möglichkeiten, ne? So, wir fahren die 92. Und fahren zur Stadtgrenze. Hopp. Hopp. Zack. Jo. Lübt. So, hat er das jetzt hier auch geschluckt? Ach, das hat er geschluckt. Schön. Ja, und soweit ich weiß, ja, ich habe jetzt noch 14 Minuten Zeit. Und mir ist gerade so aufgefallen, ich kann die Zeit ja, wenn ich im Fahrplan bin, ich kann sie nicht vorstellen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Hey, das geht doch. Cool. Wusste ich nicht. Das wusste ich gar nicht. So. Ach ne. Können wir schon mal. Wenn ich die FPS-Zahlen kriege, dann sehe, dann wird mir immer schon schlecht. Eigentlich die Türen hinten selbst aufmachen oder muss ich die aufmachen? Ach, das ist schön, das können sie selbst machen. Aber ohne Warnton. Was glaubt ihr? Wird Lotus ein Erfolg oder ein Flop? Ey Danny, moin, grüß dich. Schulte, hallihallo, hallöchen. Ja, also Straßenbahn habe ich schon versucht zu fahren. Es ist natürlich jetzt nicht, ja, wie ihr im Chat liest, ich habe gefragt, ob wir von Straßenbahn auf Bus wechseln wollen. Ihr seht's ja. Also seid mir nicht böse, wenn es jetzt hier keine Straßenbahn gibt im Moment. Ich sehe, ich muss losfahren. Aber das ist ja hier deine Maus, das ist ja hier voll deine Gang hier, ne? Hey. Berlin? Der Typ, der hat. Ich muss mal. So. Falkensee Chaussee. Mit Ansage sogar, ich glaub's ja kaum. Hä, warum? Na, Berlin, kommst du aus Berlin? Und ich fahre gerade in Berlin. Bus. Achso, ich sollte mir vielleicht noch die Haltestellen anmachen. Dann sehe ich auch, wo ich anhalten muss. Spaziert, ja. Heute noch. Guten Morgen. Ja.
Ja, ist das dein Ernst, Alter? Bin ich denn so schlecht zu übersehen? Scheiße, und ich krieg dafür wieder einen auf den Sack. Körperverletzung. Was ist denn bei euch nicht richtig? Jetzt wollen die schon wieder alle aussteigen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Stadtrandstraße. Also Leute, wenn das hier leckt, ich sage jetzt schon mal sorry, weil ich habe Omsi nicht eingestellt. Mir graut es jetzt schon wieder vor Spandau, also Spandau Rathaus. Da ist nämlich Highlife in der Keksdose. Davor graut es mir jetzt schon. Und nicht wenig. Guten Tag. Oh, die sah aber schlecht aus. Das kleine Kind, ey. Ich glaube, die sollte mal ins Solarium gehen. Zombie, ey. Volle Zombie-Kind. Ich sag nur sorry fürs Lecken. Tut mir echt leid. Ja. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn wir nachher Hallo. Spandau Rathaus sind, dann wird das Guten Morgen. nicht weniger. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Noch so zoppi, ey. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich kann euch versprechen, mein Rechner ist nicht schlecht. Hier selbst ein Abfacker. Hallo, morgen. Morgen. Hallo. Dann nun? Am Kiesteich. Ja, ich weiß auch nicht, warum Omsi so verdammt performancefressend ist. Aber bei Lotus wollen sie es ja besser machen. Omsi 1 war ja noch schlimmer. Viel schlimmer.
Hallo. Ist halt Altbacken-Grafik, ne? Also von den Männchen so. Was? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also du kannst jetzt hier auch grafisch, technisch kannst du nicht einstellen. Jetzt hier zum Beispiel Anti-Aliasing aus. Also das Spiel hat kein Anti-Aliasing. Oder Kantenglättung. Oder du kannst die Textur auch nicht einstellen, ob du eine höhere Texturauflösung haben möchtest. Das hat das Spiel alles nicht. Welche ausstehen. Also ich mache jetzt gerade gar nichts. Ah, geht weiter. Oh, Leute, was ist denn hier los? Siegener Straße. Wir machen mal was anderes. Ich kann ja hier auch Bus fahren. Ich nehme jetzt mal eine Map, die nicht so hart ist. Berlin ist wirklich schon echt hart. Jetzt muss ich erstmal gucken. Bus 301, Zelle. Ja, Maus, dir auch. Hast du einen Arma 3 Server jetzt gefunden? Weil ich habe gesehen, dass du Arma 3 recht viel spielst. Sie tut jetzt so, als wenn es machst du noch was oder machst du nix? Ja, du Chris, sie wird ja auch leider nicht mehr gepatcht oder geupdatet. Das heißt, friss oder stirb. Ja. Hopp, hopp. Also ich versuche nach Möglichkeit alle Spiele, die ich mir kaufe, über Steam zu kaufen, beziehungsweise über andere Plattformen, aber wo ich sie dann über Steam registrieren kann.
Da habe ich alles auf einen Haufen und muss nicht gucken, ja, das muss ich da runterladen, das muss ich da runterladen und keine CDs zerkratzen und so weiter. Wenn Steam natürlich dann mal nicht funktioniert, dann kannst du natürlich auch nicht online spielen. So, ich werde jetzt mal OMSI neu starten. Und ich weiß auch nicht, warum der Stream andauernd ausgeht. Habe ich so nicht eingestellt. Er sollte eigentlich schön weiterlaufen. Ja, ich weiß, dass du Probleme hast. Ich werde es noch einstellen bis morgen und dann sollte es ein bisschen geiler laufen. So, das geht auch. Ja, so, bam. Nee. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir das hier gerade so tierisch auf den Pisser geht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin nämlich kein Freund davon, hier so eine möchtegern Scheißsachen eigentlich zu machen. Bin ich überhaupt gar kein Freund von. Mag ich gar nicht. Hasse ich wie die Pest. Hasse ich wie die Pest, so weit. Ich hole mal kurz ein Lungenbrötchen. Bin sofort wieder da. Einen Moment. So, ich bin wieder da. Oh, ich glaub's ja kaum. Er ist mal fertig, echt? Und so wie ich das jetzt sehe, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat er die Kachel da drüben. Also das ist hier, um dir zu erklären, geht weiter hier. Das ist schön. OMSI arbeitet in Kacheln. Das ist so 100 mal 100 Meter. So, jetzt aber. Also um's euch ein bisschen zu verdeutlichen, na? Oh, jetzt macht das wieder. Ich habe gerade 10 Sekunden Verzögerung, das kotzt mich gerade an. Jetzt muss ich natürlich mir einen Bus raussuchen, der auch
Ja. Echt jetzt? So, da vorne steht natürlich noch nichts dran. 301. Passt. Ich glaube, wir stehen hier auch. Nee, wir stehen hier nicht richtig. Also das heißt, wir müssen eine Ehrenrunde drehen, so wie es ausschaut. Und da komme ich nicht rum. Gut. Also wenn ich jetzt euch gerade erzähle, dass ich hier mit 37 FPS rumlaufe und ich in der Stream in der Kontrolle ich brech hier ins Essen, Alter. Ich brech hier so hart ins Essen.
vor allen Dingen, er stellt mich auf den auf der anderen Seite am Bahnhof hin und ich muss hier hin. Ja, 20 Minuten, danke schön. Jedes Mal zu spät. Ich bin nicht zu spät, ihr seid zu spät. Hallo. Ja, hi. Ja, das ist ein bisschen komisch. Wenn ich in der Stream, ich habe jetzt so viel Verzögerung, ich weiß nicht warum. Wenn ich schon wieder in der Stream-Kontrolle sehe, dass das hier total am Lecken ist, aber bei mir nicht, dann frage ich mich, hey, warum? Warum? Sorry Leute, ich lege hier eigentlich. Nicht eigentlich, sondern ich lege hier grundsätzlich bessere Qualität auf den Tisch als gerade diese Gülle hier und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Und wenn ich dir jetzt noch, Stefan, wenn ich dir jetzt noch verrate, dass ich den 100.000er habe und ich euch jetzt noch verrate, dass ich hier nur 100.000er habe und 120.000 kriege ich hier, also liegen an. Beim Boah, fette Scheiße. Sorry Leute. Also das geht. Das kann ich mit meinem Qualitätsempfinden euch hier so an dieser Stelle nicht mehr geben. Also das kann ich euch hier so nicht mehr geben. Also der Stream wird jetzt nochmal ganz kurz unterbrochen sein, aber keine Panik.
Ja, ich kann ja trotzdem mit euch reden, aber ich habe eine, ich weiß nicht, warum ich eine elendig lange Verzögerungszeit habe von 20 Sekunden. Ich muss jetzt erstmal was testen. Ist irgendwie so ein Piep. Ich denke mal, das hört sich an wie so eine Windmaschine, so eine Menge. David, du hast ein kleines Nebengeräusch, wenn du sprichst. Ich habe ein Nebengeräusch, wenn ich spreche? Ja, jetzt nee, ist eine Maschine an, ist irgendwie so. Ich brumme, ja, aber ich kein Nebengeräusch. Das ist Brummen. So, piep, piep, mal wenn du modellierst. Aber mich stört das nicht. Da hast du Internetprobleme. Ich mach ja nie auf. Hast du Internetprobleme? Nee, irgendwie nicht. Aber ich habe irgendwie piepende Aufsagen. Aber ich habe jetzt bei mir im Livestream reingehört. Mal, wenn du modellierst. Das ist doch nur ein Test. Aber mich stört das nicht. Da hast du Internetprobleme. Ich mach ja nie auf. Der kann nichts. Der Captain kann gar nichts. Besser leer machen, das kann er. Das trieb mal vorspulen. Das ist doch nur ein Test. Aber da hast du Internetprobleme. Immer das gleiche mit dem. Hallo. Aber. Ne, nichts zu hören. Also, dann ist es wohl wirklich nur im TS. Weil im Stream hört man nichts. Ich connecte mal neu. Disconnected. So, ja. Also wenn was schief läuft, dann läuft alles schief. Nee, Anni, bei mir ist... Nee, ich drücke mit voller Leistung raus. Connected. Lauter. Die anderen sind leise und dann wird wieder laut. Lauter. Nee, es kann eigentlich, also wenn, dann ist hier irgendwo wirklich der Wurm drin, weil es nichts verändert worden von der Einstellung her. Ah, das stört aber nicht. Nee, weil sie jetzt auch gerade schreiben hier lauter, aber es ist schon auf volle Lautstärke, vielleicht nicht zu leise, aber es kann auch nicht sein. Das Mikrofon ist ja hier, ist ja hier normal. Da, hier so, da ist das Mikrofon noch ein bisschen. Ja. Ja, was ich sagen muss, ist aber meistens dann die Videos nochmal manchmal sehr leise. Das ist alles auf. Jetzt ist weg. Jetzt ist Geräusch weg. Ja. Dann war, das Kabel. So. Okay. Dann haben wir, weil ich habe